nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Er kennt uns als Mensch, er hat uns geschaffen als Mensch, aber die Beziehung zu ihm besteht erst oder beginnt erst, wenn wir Ja sagen, Herr, mein Herz mit deinem Herzen eine Beziehung. Möchtest du in dieser Beziehung leben? Möchtest du in dieser Beziehung sein? Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir Menschen, wir kennen alle Gott. Oder kennen wir ihn nicht? Ja, wir kennen Gott. Manche sagen, der große Gott. Manche sagen, Vater zu ihm. Manche sagen, Retter zu ihm. Es gibt so viele, viele Namen. Manche sagen, Schöpfer, Vater in dem Himmel. Manche, der liebende Gott, der rettende Gott. Und ihr Lieben, ich möchte euch heute den liebenden Gott zeigen. Den liebenden Gott. Den liebenden Gott, Herz zu Herz. Und über Gott zu reden, das ist, denke ich, schon ein Thema auch einer solchen Veranstaltung. Aber die Frage an dich ist, kennt dich Gott? Drei Stück. Kennt dich Gott? Wenn wir in der Bibel lesen, und das hat mich sehr, sehr berührt, und ich glaube, da bekommt ihr auch heute eine ganz, ganz neue Sicht über eure Beziehung zu dem lebendigen Gott. Wenn wir lesen in Matthäus 7, Vers 21 bis 23, lesen wir ein Wort, das uns nicht so gut gefällt und die meisten nichts damit anfangen können. Da steht geschrieben, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Seht ihr, ein großer Unterschied. Nicht nur Herr, Herr oder Vater, manche sagen Vati oder Papi dazu, das kann man auch geteilter Meinung sein, aber nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann geht es weiter. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch als deine Propheten das weitergesagt, was du selbst uns aufgetragen hast. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Aber ich werde antworten. Gott sagt, aber ich werde antworten. Ich kenne euch nicht. Denn ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt, geht mir aus den Augen. Wow, wenn ich das zu euch sagen würde, das wäre schlimm. Ihr werdet nie mehr zu mir kommen, zu uns kommen, ins Missionswerk. Aber ihr seht hier, und das gefällt mir an meinem lebendigen Gott, dass er klare Linie hat. Entweder die, die dabei sind oder die nicht dabei sind. Und jeder ist eingeladen, aber nicht irgendwo so trittbrettmäßig, versteht ihr, wo man sagt, ja, bei der Gebetsnacht oder im Gottesdienst hier und werktags hier und sonntags wieder hier, werktags wieder hier, sonntags wieder hier. Versteht ihr, er möchte eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit jedem von euch. Eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Und ich habe vorher schon mal die Frage gestellt, Gott kennt uns als Mensch und kennt er wirklich dich? Erst durch eine Herzensbeziehung lernt Gott unser Herz kennen. Du sagst vielleicht, ja, der Schöpfer, der weiß doch, wer er ist. Ja, warum steht denn das dann auch drin? Ich kenne euch nicht. Er kennt uns als Mensch, er hat uns geschaffen als Mensch, aber die Beziehung zu ihm besteht erst oder beginnt erst, wenn wir Ja sagen, Herr, mein Herz mit deinem Herzen eine Beziehung. Möchtest du in dieser Beziehung leben? Möchtest du in dieser Beziehung sein? Wir kennen die Bibelstelle von dieser Frau an der Quelle, Johannes 4, Vers 24, da heißt es, denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein
und in dieser Wahrheit leben. Also von seinem Geist erfüllt sein und in dieser Wahrheit leben. Wer Gott anbeten möchte. Wer Gott anbeten möchte. Und da schließt sich auch der Kreis, wie man in der Bibel findet. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann kommt Jesus in uns durch den Heiligen Geist. Und dann können wir ihn auch im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er sucht die Menschen nicht geografisch, nicht du bist heute hier in der Gebetsnacht oder im Gottesdienst, sondern er sucht dein Herz. Er sucht nicht dich irgendwo an der Arbeitsstelle oder da, ach, die Isolde, ach, die sitzt jetzt hier vorne, ach, die Isolde ist der Einkaufen. Nein, er sucht Isoldes Herz. Er sucht dein Herz. Glaubst du das? Ihm ist es fast egal, wo du bist, ihm ist aber nicht egal, was in deinem Herzen los ist. Und das ist das Wunderbare. Er sucht das Herz eines Menschen, ihr Lieben, mit Geist und Wahrheit. Und wir sehen hier auch noch in Johannes 4, Vers 23, doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will der Vater angebetet werden. Von diesen Menschen. Bist du so ein Mensch, der Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet? Das muss nicht irgendwo ein Gottesdienst sein oder eine Andacht oder ein Gebetsbuch oder sonst irgendwas, sondern im Geist, das heißt, ich gehöre zu meinem Herrn, egal zu welcher Kirche du gehörst oder ob du zu einer gehörst oder nicht, aber gehört dein Herz dem Herrn und dann betest du von Geist und dann auch in der Wahrheit an. Gott sucht den Anbeter und nicht die Anbetung. Ihr Lieben, Gott sucht den Lobpreiser, aber nicht den Lobpreis. Wisst ihr, Lobpreis ist was Schönes. Ich habe schon Leute gesehen, die hüpfen beim Lobpreis und wenn es dann ernst wird für eine Entscheidung oder für das Wort Gottes, dann sind sie weg. Nicht ihr hier und es war woanders, dann sind sie weg. Nein, Gott sucht nicht die Aktion oder heute sagt man, Gott sucht nicht den Event, sondern Gott sucht den Menschen. Gott sucht den Einzelnen, Gott sucht dich, Gott sucht dein Herz und nicht irgendwo, ihr Lieben, nicht die Anbetung, selbstverständlich, ist was Tolles, aber er spricht mit dem Anbeter und das bist du. Möchtest du das sein? Ich möchte noch ein paar Worte zur Wahrheit sagen. Es heißt hier im Geist und in der Wahrheit. Wahrheit meint in diesem Moment nicht unbedingt die Bibel, was ja die Wahrheit ist, oder Logos, oder Rema, oder Tora. Nein, es ist hier gemeint der reale Mensch. Im Geist und in der Wahrheit, wo nichts versteckt ist. Und ich glaube, wenn wir heute Gott anbeten, wenn wir noch eine Zeit hier zusammen sind, ist es nicht wichtig, deine religiösen Arten, wie du betest, ob du Hand hochhältst, ob du Hände faltest, ob du die Augen zumachst, ob du dein Kinn aufstützt oder sonst irgendwie was oder betest, wie du es irgendwo gelehrt bist, das ist nicht der Punkt, sondern sei real. Versteck nicht irgendwie etwas und wisst ihr, wir sind so gute Schauspieler, auch manchmal in der Kirche sind wir so gute Schauspieler, dass wir so gern fromm spielen. Aber der Herr sieht das Herz. Der Herr sieht dein Herz. Der Herr sieht dein Herz und ich sehe so in der Bibel, auch die Menschen in der Bibel, wie sie wirklich real mit Gott waren. Ihr Lieben, Gott sein Herz geben, das ist eine Entscheidung. Gott sein Herz geben ist eine Entscheidung und ich meine nicht unbedingt das Wort Bekehrung, sondern dein Herz wirklich geben. Nicht nur irgendwo mal Ja sagen und sagen, jetzt bin ich Christ, nein, sondern dein Herz ihm geben. Nicht irgendwo einer Religion oder irgendwo einer Glaubensrichtung, sondern dem himmlischen Vater. Dein Herz geben. Dein Herz geben. Herz zu Herz soll die Verbindung sein. Und das ist eine Entscheidung. Wisst ihr, warum wir uns entscheiden können? Weil es viele Möglichkeiten gibt.
Wenn er ins Restaurant geht, bekommt er eine Speisekarte und das sagt er auch nicht, wenn der Ober kommt, was hätten Sie denn gern, was zum Essen? So gehen manche Christen auch, sind auch manchmal unterwegs oder manche Menschen. Bist du gläubig? Ja. Wie gläubig? Ja, meine Oma war schon gläubig. Ja, das ist eigentlich, das ist keine Entscheidung, sondern Entscheidung ist, sich für etwas zu entscheiden. Du darfst dich für Gott entscheiden, du musst es nicht. Aber du darfst dich für das Herz Gottes entscheiden und darfst es dann auch erleben. Und wie gesagt, es gibt so viele Auswahl auf dieser Erde. Es gibt auch so viel Schein und Trug und so vieles, wo nett aussieht. Aber ich sage dir, nimm das Original, den lebendigen Gott. Und so viele Menschen treffen keine Entscheidung und leben manchmal mit dem Wort, was sie meinen, zu interpretieren. Es kommt eh alles so, wie es kommen soll. Nein, es ist deine Entscheidung. Wem du dienst, wem du nachfolgst, es ist deine Entscheidung. Eine Entscheidung zu treffen heißt Ja zu einer Sache. Meine Frau kam heute Mittag und hat gesagt, schau mal, soll ich die Kette anziehen? Oder schau mal, soll ich die Kette anziehen? Oder schau mal, ist die Kette besser? Da habe ich gesagt, ja. Männer und Ketten entscheiden. Ich glaube, das macht sie viel, viel besser. Aber sie hat sich für eine entschieden, sonst hätte sie jetzt drei um. Und sie hat sich für eine. Aber manche haben drei Religionen oder drei Glaubensrichtungen oder irgendwie drei Dinge rumhängen und sind nicht glücklich und sagen, ich habe doch alles, ich habe sogar mehr wie der andere. Ich sage dir, entscheide dich für das Richtige. Entscheide dich für das eine. Entscheide dich für den lebendigen Gott. Oh, ihr Lieben, das ist so wunderbar. Und was mir ganz, ganz toll aufgegangen ist, ist, ihr Lieben, ihr wisst, als Adam und Eva mit der Schlange den Deal gemacht haben, die Schlange hat dauernd geredet und tu doch und versuch's doch und es kann doch nicht viel passieren und versuch's doch. Und als sie gesündigt hatten, was hat Gott gemacht? Er hat gerufen, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Da können wir doch fragen, das kann doch nicht sein, Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer und weiß nicht, wo seine Schöpfung ist. Genauso, wenn wir eine Bibelstelle lesen, du sagst, Herr, Herr, und der Herr kennt dich nicht. Da müssen wir mal fragen, und mir ist das richtig aufgegangen, das wollte ich euch heute, ich bin so begeistert, wollte ich es euch weitergeben. Adam, wo bist du? Er hat nicht Adam physikalisch gesucht, Adam war hinter dem Feigenbaum. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr auch einen Feigenbaum, der hat riesige Blätter, aber ich glaube nicht, dass Gott so dumm ist und nicht Adam hinterm Feigenbaum gefunden hätte. Glaubt ihr das? Also ich glaube, Gott wusste, dass er hinterm Feigenbaum ist. Aber er hat trotzdem gerufen, Adam, wo bist du? Und dieses Adam, wo bist du, hat eigentlich geheißen, Adam, wo ist dein Herz? Und er hat das Herz abgegeben an die Sünde. Adam, wo bist du? An die Schlange. Adam, wo bist du? Wisst ihr, Gott hat nicht vorher gesagt, Adam, wo bist du? Da war eine Gemeinschaft da. Aber vielleicht sagt er auch heute zu dir, Adam, Eva, wo bist du? Und du sagst, hier sitze ich doch. Nein, er sagt, wo ist dein Herz? Bei deiner Krankheit? Bei deinen Nöten? Bei irgendwelchen Sorgen? Bei deinen Kindern? Wo ist dein Herz? Oder hast du dein Herz einer anderen Sache verschrieben? Ihr Lieben, das ist nicht das Geografische, wo bist du, sondern er fragt dich heute, wo ist dein Herz? Und das ist bei Adam, was wir auch so gerne machen, ihr Lieben. Wenn wir nicht direkt mit Gott in Verbindung so sein wollen, dann nehmen wir die Schöpfung. Da gibt es die Leute, die sagen, ja, in der freien Natur,
In der freien Natur, das ist alles Schöpfung und manche umarmen Bäume, um Kraft zu bekommen und es gibt alles Mögliche. Das ist ja alles Schöpfung. Und dann nehmen sie Steine und sagen, dieser Stein schützt vor dem, dieser Stein schützt vor das und dieser vor jenem. Nehmen die Schöpfung, das hat auch Adam gemacht, er hat den Feigenbaum genommen, die Schöpfung, um sich zu verstecken. Ich sag dir, versteck dich nicht bei der Schöpfung, sondern geh zum Original. Geh zum Herzen des Vaters. Zum Herzen des Vaters. Herz zu Herz. Und ihr Lieben, wenn wir etwas tun, ihr Lieben, was nicht aus unserem Herzen geschieht, dann ist es eine Kopie. Dann ist einfach eine Kopie. Dann sagst du, ich habe von meinem Pastor gehört, dass er gehört hat, dass in Amerika jemand gehört hat, dass es Heilung gibt. Wie viel Original steckt da drin? Ich habe gehört und das gehört und so weiter und gehört. Ihr seid heute da und hört Original und das, was ihr heute Original hört, das wisst ihr. Aber ihr habt auch von manchen gehört, ja, im Missionswerk und weißt du das und jenes. Ich habe gehört, dass ich gehört habe und so weiter. Ich sag dir, Original ist Original. Und sei ein Original und kein Replikat. Wisst ihr, was ein Replikat ist? Ein Replikat ist eine Kopie. Ich war mal mit meinem Vater vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, 40 Jahre ungefähr, ja, war ich mal mit ihm in Korea bei Dr. Cho, bei der weltgrößten einzel-evangelikalen Gemeinde. Und ja, da gibt es ein Einkaufsparadies. Da gibt es alles in Kopie. Da bekommst du alles Rolex und alles kriegst du, alles in Kopie für ein paar Dollar. Und wir sind dorthin und ihr Lieben, da lag eine Rolex-Uhr für 20 Dollar. Und mein Vater hat gesagt, möchtest du sie haben? Und ich sage, ja, das ist nicht schlecht, Rolex-Uhr für 20 Dollar. Und zu der Zeit wusste ich gar nicht, wie viel die Uhren wirklich kosten. Und da haben wir mit nach Hause und ich hatte die erste heiße Begegnung in einer Gebetsnacht. Ich habe meine Rolex-Uhr, die 20-Dollar-Uhr an und gehe hier beten mit Leuten und die Leute, die haben es richtig, die Andacht hat es denen zerrissen, als sie das Rolex-Zeichen auf meine Uhr sahen. Dann dachte ich, oh Mann, das kannst du nicht bringen. Die wissen nicht, dass das Ding 20 Dollar gekostet hat. Da hast du richtig gesehen, wow, also dahin gebe ich nicht meine Opfer, dass der eine Rolex tragen kann. Ja, dann ging die ganze Geschichte weiter. Irgendwann ging die Batterie alle. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen Naivität, heute werde ich es nicht mehr machen. Aber was macht man mit einer Rolex-Uhr? Man geht in den Rolex-Laden. Als wir in dem Laden ankamen, haben sie ganz stillschweigend die Uhr mitgenommen. Und dann kamen sie sehr vornehm und haben gesagt, wissen Sie, dass diese Uhr ein Replikat ist. Die ist nichts wert. Ich sage, ja. Also da machen wir gar nichts, weil wenn wir die aufmachen, da ist keine Garantie, wir können gar nichts machen. Dann denke ich, okay, was die nicht können, kann ich. Ich schraube die auf. Ich habe die aufgeschraubt und während ich die aufschraube, fällt die Krone raus. Das Rolex-Zeichen, ihr kennt ja die Krone. Und die ganze Uhr zerfällt eigentlich in wie viele Stücke. Und war natürlich dahin. Aber was ich mit euch sagen wollte, ihr Lieben, Replikat, Kopie. Wir sollen nicht sowas sein, ihr Lieben, sowas Billiges, sowas, ich bin Christ, ja klar bin ich Christ. Morgen bin ich zwar wieder was anderes, aber heute bin ich Christ, heute passt es gerade. Ich bin Christ und wisst ihr, so ein billiges Evangelium, ja, bin auch gläubig, ich habe auch eine Bibel zu Hause und lesen tue ich nicht oft drin und ja und so weiter. Ich sag dir, sei nicht eine Kopie, sei was Echtes. Was Echtes, was Echtes. Und ihr Lieben, seither habe ich ganz normale Uhren. Die sind zwar auch billig, heute sind ja die Uhren immer so teuer, aber
von dem her, ich wollte das euch als Beispiel sagen. Sei keine Kopie, sondern sei ein echtes Herz. Denn das, was in dir schlägt, ist nicht irgendwo eine Kopie von einem anderen Menschen, sondern es ist dein eigenes fleischliches Herz, das Gott dir gegeben hat. Und Gott möchte eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Gott möchte dich kennen, Herz zu Herz, und du musst es ihm aber erlauben. König David, ihr Lieben, in dem Psalmen, der war sowas von real. Und in den Psalmen, oder wir lesen überhaupt von König David, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mose war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Haben die Leute Fehler gemacht? Mose hat jemand umgebracht, das brauchst du nicht, um perfekt zu werden. Nein, er hat jemand umgebracht, der David hat ja auch indirekt auch jemand umgebracht, aber trotzdem, sie waren Männer nach dem Herzen Gottes. Und dann geht David her, im Psalm 10 schreibt er, oh Gott, warum dieses und warum jenes? Wie kannst du nur? Und warum das und warum jenes? Und ihr Lieben, das ist real. Du darfst auch Gott sagen, Herr, warum steht es gerade mit meiner Familie so? Warum habe ich eine unheilbare Krankheit? Du darfst mit Gott real sein. Du musst kein Show machen. Du darfst Gott real sein. Wisst ihr, das ist schlimm, wenn jemand da sitzt und betet zu Gott, oh Gott, du bist der Größte, mir geht's so gut und alles sticht und tut und so weiter. Ich sag dir, sei real. Und auch heute Abend, heute, sei real, denn Gott begegnet denen, die real sind. Gott möchte nicht irgendwo so eine künstliche Schönheit. Schaut mal her, so künstliche Schönheit. Oh, das hebt. Ja. Schaut mal. Die blühen nächstes Jahr genauso noch. Okay, wenn ich nicht alle voll zerlege. Die blühen nächstes Jahr. Das ist eine künstliche Schönheit. Sei nicht irgendwo so künstlich. Ja, ich liebe meinen Herrn. Und wisst ihr, so ein künstlicher Heiligenschein tragen. Nein, sei real. Du darfst auch mal sagen, das tut weh oder das geht nicht oder ich verstehe dich nicht. Sei real, sei nicht künstlich. Sei nicht künstlich. Gott ist real und möchte, dass du auch real bist. Er möchte keine geklonte Menschen haben. Das wisst ihr, wenn wir geklont werden. Ja, noch ein Christ und noch ein Christ und noch ein Christ. Nein, wir sind alle unterschiedlich und das wollte Gott so. Und er möchte dir in deiner Unterschiedlichkeit begegnen. In einer herrlichen Weise möchte er dir begegnen. Darf er das? Er möchte dir begegnen. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Oder Helga oder Frieda oder Karl oder ich weiß nicht, wie alle heißt. Wo bist du? Wo ist dein Herz? Und ihr Lieben, es ist so wunderbar, was wir im Wort Gottes alles lesen können. Und im Psalm 139 ab 23 beginnend heißt es, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Könnte das auch heute dein Gebet sein? Wisst ihr, ich glaube, die meisten hier sind Christen. Aber Adam, wo bist du? Wo ist dein Herz? Ist dein Herz irgendwo in deiner Krankheit verbohrt? Hat Gott die Erlaubnis, an deinem Herzen zu arbeiten? Darf er deine Schwachheiten aus deinem Herzen nehmen? Gott liebt es, dein Herz zu kennen. Wenn Gott spricht, dann erschafft er Lösungen. Und Gott möchte in dein Herz sprechen. Er möchte in dein Herz sprechen. Zu dir anders wie zu dir und zu dir anders wie zu dir. Er möchte zu deinem Herzen sprechen. Und wenn er zu dir spricht, indem er spricht, erschafft er.
Er kennt die Schöpfungsgeschichte. Indem er zu dir spricht und zu dir redet, erschafft er gleichzeitig die Lösung. Darf er zu dir heute sprechen? Er möchte zu dir sprechen, Herz zu Herz möchte er zu dir sprechen. Öffne ihm dein Herz. Öffne ihm dein Herz. Er bringt, ihr Lieben, er bringt das Licht in dein Chaos hinein. Und wir wissen, er trennt Licht von der Dunkelheit. Ihr Lieben, er vermischt es nicht. Er bringt Leben hinein, wo Furcht ist. Und ich weiß, hier hat es viele Menschen, da ist Furcht drin. Und wir leben in einer Zeit, wo Furcht ein ganz großes Thema ist. Gott sagt aber zu dir, ich habe Sehnsucht, dein Herz zu kennen. Ich habe Sehnsucht, dich kennenzulernen. Lass es zu. Lass es zu. Liebe von ganzem Herzen. Lass es zu, zum Herzen des Vaters zu kommen. Darf er dein Herz berühren? Darf er dein Herz berühren? Dein Herz, dein Herz, Herz zu Herz. Amen.